In this episode of Drift Bastards TV. Keine Ahnung, ob die Aufnahme da einmal in einem Video endet oder ob das erlaubt oder keine Ahnung was wird, weil wir sind in der Schweiz. Zwei auf der Go-Kart-Strecke. Willkommen bei Drift Bastards TV. Ich weiss nicht, ob die Aufnahmen jemals irgendwo veröffentlicht werden dürfen, schaffen. Erstens ist es nicht so fotogen, es pisst gäbig. Und zweitens sind wir in der Schweiz zu Wohlen auf der Kartbahn. Und sicher ist auch laut. Und sind am Testen, ob wir hier driften können, theoretisch. Weil im Oktober haben die 60 Jahre Jubiläum und wir machen eine Driftshow und jetzt sind wir ein bisschen am Probieren da mit Riedweg und Tschüssi. Also muss echt sagen, die Szenerie da ist schon noch schön. Nein, das also wir sind jetzt schon an vielen Drift-Events irgendetwas gewesen, aber das ist die neueste, verrückteste Startaufstellung. So, hat jetzt aufgehört zu pissen. Wir hoffen, wir können noch schnell eine Runde 2 im Trockenen fahren. Das Ganze eben ist ja eigentlich Testevent für Oktober. Wir teilen uns dann die Strecke mit noch so ein paar Porsche Time Attack Dudes und so irgendwie Rennkart und noch ein paar Verbrennte, die irgendwelche Badwannen und so Schiesel fahren. Also wird so ein gemischtes Show-Event. Immer wenn man meint, man hätte schon alles gesehen, ja? Voilà, ich glaube, die Zeit ist langsam abgelaufen für unser Testing. Ich glaube, Ende Gelände.
Am Schluss ist dann glücklicherweise trocken geworden, wurde gesendet. Wurde nice gewesen eigentlich. Ja. An alle Schweizer Go-Kart-Streckenbesitzer. Ja, easy. Also wir konnten ein paar Runden noch senden und sind jetzt auch wieder auf dem Heimweg. Ja, ist easy cool gewesen. Einfach schade. Ist eine einmalige Sache. Also könnt ihr eure Hysterie gerade wieder einpacken, von wegen es gibt Drift-Events zu wollen. Weil da war jetzt das Testen, wie es funktioniert. Und im Oktober haben die 60 Jahre Jubiläum Kartbahn. Und dort würden wir fahren. Aber einmalige Sache, weil über den Winter machen sie den Belag neu. Und auf neuem Belag wird man dann natürlich erst recht nicht mehr dürfen driften, oder Josi? Ja, wir haben es jetzt auch genossen heute, weil eben, das ist glaube ich, das zweitletzte Mal, wo man das darf. Weil die Strecke ist halt schon mega eng und alles, aber zum Fahren war es geil. Uhren technisch, man musste Uhren die Linie finden. Und am Morgen, wo es halt noch feucht und nass war, ist es halt sketchy, so sketchy, weil du hast einfach null Auslaufzone. Aber sonst war halt huren geil. Ja, ja, nice. Also Drift Bastards, over and out. Tschüss, bis zum nächsten Mal.